Wir kommen nun zu den neueren Verfahren der asymmetrischen Kryptographie. Sie wurde erfunden 1978, ist also jetzt etwa 35 Jahre alt. Und ohne sie wären die ganzen kommerziellen Anwendungen des Internets unmöglich. Also Electronic Banking, Einkaufen im Internet, alle diese Sachen wären ohne die asymmetrischen Verfahren unmöglich. Wie funktionieren sie? Der Empfänger, also bei uns immer Bob, erzeugt jetzt ein Paar von Schlüsseln. G, Bob und O, Bob. G steht für geheim, O steht für öffentlich. Also er erzeugt ein Paar von Schlüsseln, wie er das macht, sagen wir später, und hält einen der Schlüssel geheim und den anderen macht er öffentlich. Also O, Bob macht er öffentlich, G, Bob hält er geheim. Jeder, der Bob eine Nachricht schicken will, benutzt den öffentlichen Schlüssel von Bob zum Verschlüsseln. Jeder. Also jetzt nur noch ein Schlüsselpaar pro Teilnehmer. Also wir haben nicht mehr n Quadratschlüsseln wie vorher bei n Teilnehmern, sondern nur noch n Schlüsselpaare. Ja? N Schlüsselpaare bei n Teilnehmern. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu n Quadrat, was wir vorhaben. Der Zusammenhang zwischen dem öffentlichen Schlüssel und dem geheimen Schlüssel ist so, dass man den geheimen Schlüssel aus dem öffentlichen Schlüssel nach heutiger Kenntnis nicht in wenigen Jahren berechnen kann. Also nicht berechnen kann. Und ohne Kenntnis von dem geheimen Schlüssel kann man nicht entschlüsseln. Schauen wir uns das nochmal im Bild an. Also wir haben jetzt wie vorher die beiden Kästen, die beiden Geräte, die Programme E und D. Bob erzeugt das Paar G-Bob und E-Bob und O-Bob und hält und veröffentlicht O-Bob, seinen öffentlichen Schlüssel. Wenn ihm nun Alice eine Nachricht schicken will oder auch jeder andere, dann schickt er die Nachricht in den Kasten E und den öffentlichen Schlüssel von Bob. Herauskommt wie vorher der Geheimtext. Auf seiner Seite hat Bob das Gerät D, füttert den Geheimtext in das Gerät D und seinen geheimen Schlüssel und bekommt das M zurück. In Formeln wieder, wenn wir in den Kasten E das M reinschicken und den öffentlichen Schlüssel von Bob, dann kriegen wir den Geheimtext C. Wenn wir den Geheimtext C dann in das Gerät D schicken, zusammen mit dem geheimen Schlüssel von Bob, kriegen wir das M zurück. Und wiederum, aus dem C und dem O-Bob kann man M nicht berechnen. Ja? Aus C und O-Bob und dem öffentlichen Schlüssel kann man M nur schwer berechnen. Und nur schwer heißt, man braucht ein paar Jahre. Ja? Gut. Wiederum eine Analogie. Bob möchte, dass man ihm geheime Nachrichten schicken kann. Was er dazu macht, ist, er kauft sich viele identische Bügelschlösser und hinterlegt die offenen Schlösser an öffentlichen Orten. Alice, wenn sie ihm eine Nachricht schicken will, tut das folgende. Sie tut die Nachricht in eine Kiste,
verschließt die Kiste mit dem Bügelschloss und schickt die Kiste an Bob. Nur Bob kann die Kiste öffnen. Vorteil jetzt, es ist kein Treffen nötig. Nachteil, das ist aufwendiger. Und insbesondere müssen wir das Problem lösen der Authentifizierung. Woher weiß Alice, dass das Schloss zu Bob gehört? Es könnte ja auch eine dritte Person Schlösser hinterlegt haben, gesagt haben, das sind die Schlösser von Bob, und Zettel dran gehängt haben, das sind Bobs Schlösser. Aber in Wirklichkeit sind es Eves Schlösser. Und dann tut Alice ihre Nachricht in eine Kiste, verschließt mit dem Schloss, das Eve hinterlegt hat, und Eve kann aufmachen. Also es ist ganz wichtig, dass wir sicher sein können, zu wem ein Bügelschloss gehört. Das wird auch eine Rolle im elektronischen Fall spielen. Da kommen wir drauf zurück. Nomenklatur, wieder wie vorher. E und D sind allgemein bekannte Geräte, also heute Programme. Sie werden durch die Schlüssel personalisiert. Also, wir haben einen Kasten E, wo wir den öffentlichen Schlüssel von Bob reinstecken und eine Nachricht M reinstecken. Und wir sagen dafür auch, das ist der Kasten E-Bob, in der wir nur eine Nachricht M reinschicken und dann kommt das C raus. Ja? Also das heißt, wir haben E-Bob erhalten, indem wir in den generischen Kasten E schon mal den Schlüssel O-Bob reingesteckt haben. Und auf ähnliche Weise bekommen wir den Kasten D-Bob, indem wir sagen, wir nehmen den generischen Kasten D und stecken da den geheimen Schlüssel von Bob rein. Ja, wiederum geht das C links rein, kommt das M rechts raus und das wäre auch bei dem personalisierten Kasten. Der Kasten E-Bob ist öffentlich, weil ja der Schlüssel O-Bob öffentlich ist, aber nur Bob kennt, oder man kann auch sagen, kann den Kasten D-Bob ausführen. Die Berechnung, die in diesem Kasten hier stattfindet, die kann nur Bob ausführen, niemand sonst, weil nur Bob den geheimen Schlüssel kennt. Und es ist absolut wichtig, dass Bob seinen geheimen Schlüssel geheim hält. Erfinder sind 1978 ein drei Personen, nämlich Adi Shamir, Ron Rivest, das hier ist Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman. Die waren damals alle in ihren 30ern, Ende 30ern, Anfang 30ern. Und Michael Rabin, der deutlich älter war, Mitte 50, die haben das unabhängig voneinander erfunden. Sie haben alle den Turing Award bekommen. Später gab es dann noch Verfahren von Elgamal und elliptische Kurven. Und sowohl das Verfahren, das RSA-Verfahren, als auch das Verfahren von Elgamal werden in der Praxis sehr viel eingesetzt. Worauf beruht die Sicherheit dieser Verfahren? Die Sicherheit dieser Verfahren beruht darauf, dass man eine Funktion hat, eine mathematische Funktion, die in die eine Richtung leicht ausführbar ist. Aber wenn man die Umkehrfunktion will, die Umkehrfunktion ist schwer. Was bedeutet das konkret? Bei dem RSA-Verfahren nutzt man aus, dass das Multiplizieren von tausendstelligen Zahlen einfach ist. Das könnte man mit der Not fast noch mit der Hand. Aber sie aus ihrem Produkt zurückzugewinnen, also wir haben zwei Zahlen, P und Q, aus P und Q, das sind beides
tausendstellige Zahlen, daraus zu berechnen, n, was das Produkt ist von P und Q. Das ist einfach. Aber die Umkehrung aus dem n wieder das Paar PQ zu berechnen, das ist schwer. Und das RSA-Verfahren macht sich zunutze, dass das eine einfach ist und das andere schwer. Und nach heutigem Stand der Kenntnis eine 2000-stellige Zahl, die das Produkt von nur zwei Primzahlen ist, die jeweils 1000 Stellen haben, das dauert nach heutigem Wissen sehr, sehr lange. Ich habe jetzt schon gesagt, das ist das Produkt von 2000-stelligen Primzahlen. Wie findet man 1000-stellige Primzahlen? Das ist relativ leicht, weil wenn man eine zufällige 1000-stellige Zahl nimmt, dann ist ungefähr 10% davon, 10% der zufälligen 1000-stelligen Zahlen sind Primzahlen. Und ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht, kann man schnell testen. El-Gamal macht sich etwas anders zunutze, nämlich dass Exponentiation, also von a und x auf a hoch x zu gehen, dass das leicht ist. Aber wieder zurück zu a und x, das ist schwer. Das nennt man das diskrete Logarithmusproblem. Was ich auf den nächsten drei Folien machen möchte, ist, ich möchte Ihnen nicht das Verfahren von El-Gamal schildern, sondern eine Version, die das Prinzip klar macht, aber nur das Prinzip klar macht. Ich folge da mal Bongertz und Unger in dem Buch Algorithmus der Woche. Und was wir dazu annehmen, ist also unsere Annahme über leicht und schwer sein ist, wir können multiplizieren und addieren und subtrahieren. Aber dividieren ist sehr, sehr schwer. Also das bedeutet konkret, wenn wir zwei Faktoren P und F haben, dann können wir das Produkt ausrechnen. Aber wenn man das F hat und das P hat, dann kann man das F und das große P, also das Produkt hat, dann kann man das kleine P nicht berechnen. Ja? Also von P und F nach Groß P, das ist einfach. Aber von F und dem großen P nach dem kleinen P, das ist schwer. Ja? Also das ist die Annahme. So. Wie geht das jetzt vor sich? Also Bob, der Empfänger, wählt sich ein P und ein F und veröffentlicht das F, also einen der beiden Faktoren, und das Produkt. P hält er geheim. So, nehmen wir jetzt an, irgendjemand möchte Bob eine Nachricht schicken. Und Nachrichten sind Zahlen. Ja, Nachrichten sind Zahlen. Alles kann man als Zahlen auffassen. Ja. Wir haben ein Alphabet der Größe 26 und dann kann man jeden Buchstaben als eine Zahl auffassen, zwischen 1 und 26. So, was macht jetzt der Sender? Also er möchte eine Nachricht M schicken. Und wir nehmen an, dass das M kleiner ist als dieses Produkt. Das können wir ja immer sicherstellen, indem wir nur das P und F groß genug wählen. Der Sender wählt eine zufällige Zahl S. Er hält das S geheim. Am besten vernichtet das gleich wieder. Und berechnet das Produkt S mal F und N, die Summe von M und S mal P. Ja?
Das kann er, denn das Produkt kann er ausrechnen. Und das Produkt von S&P kann man ausrechnen, addieren kann man auch. Das sind leichte Operationen. So, der Empfänger, wie kriegt Bob die Nachricht zurück? Er nimmt sein P, das er für sich behalten hat, multipliziert es mit S mal F und kriegt dann, da ja P mal F gleich dem großen P ist, S mal P. Dann kriegt er das M zurück, indem er von N, groß N, das S mal P abzieht. Also Bob kann dechiffrieren, kann entschlüsseln. Jetzt, was kann Eve? Ja, also wir haben hier jetzt gesehen, Sender, das Verschlüsseln ist einfach und das Entschlüsseln ist einfach. Wie steht es mit Eve? Also ich habe hier auf der oberen Hälfte nochmal aufgeschrieben, was wir tun, was der Empfänger macht, was der Sender macht. Was weiß Eve? Eve kennt das S mal P nicht und weiß daher nur, dass das M die Nachricht ist in N, nämlich wenn S gleich 0 ist. Wenn S gleich 1 ist, ist die Nachricht N minus P. Wenn S gleich 2 ist, ist die Nachricht N minus 2P und N minus 3P und so weiter. Ja? Und die offensichtliche Art, das zu berechnen, die offensichtliche Art, das zu berechnen, wäre ja so, dass man S mal F hat, man dividiert durch F, bekommt das S, multipliziert mit P, kriegt das S mal P und dann könnte man das M berechnen. Aber das hier geht nicht. Ja? Dividieren kann man nicht. Ja, also der offensichtliche Weg, das S mal C zu berechnen, der besteht Eve nicht offen. Es könnte einen anderen Weg geben, aber man glaubt es nicht, dass es einen anderen Weg gibt. Noch niemand hat einen anderen Weg gefunden. Soviel zur Baby-Version von Elgamal. Auf den nächsten Folien, die überspringe ich jetzt, gebe ich die Details von Elgamal. Und wir kommen dann zu Electronic Banking. Aber das in der nächsten Einheit.